Hey, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute, ich werde dir einen ganz wichtigen Tipp zeigen, damit du deine Intonation deutlich verbessert und auch du wirst dabei deinen Klang auch verbessern. Es wird sich viel schöner anhören. Hey, mein Name ist Anton Morales und ich bin professioneller Geiger und Geigenlehrer, spezialisiert auf das Lernen von Erwachsenen. Ich bin auch Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, heute ich werde dir zeigen diese kleinen Tipps. So, eigentlich das ist ein sehr wichtiger Tipp. Das ist etwas, das dir wirklich dann helfen wird, nicht nur eine schöne Intonation zu bekommen, sondern dass es sich viel schöner anhört, wenn du spielst. Dass dein Klang viel schöner wird und dass die Geige wirklich mitklingt, wenn du spielst. So, aber erstmal, um keine neuen mehr Videos zu verpassen, abonniere dich meinem YouTube-Kanal. Klicke einfach auf Abonnieren unter dieses Video. Um dann, du wirst jede Woche eigentlich veröffentlichen, einmal pro Woche neue Video, dann du wirst jedes Mal darüber informiert werden. So, für diese Tipps, so für die Intonation, was du musst verstehen, das ist erstmal, dass wenn ein Ton richtig stimmt, dann wird die Geige auch mitklingen. Und das ist etwas, das sehr wenig wissen. Wenn ein Ton richtig stimmt, dann wird die Geige mitklingen. Das bedeutet, dass eigentlich du, es gibt schon einen Weg, ohne selbst zu, ich meine, normalerweise für die Intonation, es ist die Intonation, das ist einfach, dass die Töne relativ zueinander sind. Und dann, was man erkennen muss, das ist die Intervalle zwischen die Töne. Wie groß die Intervalle zwischen die beiden zwei Töne sind, einfach. Und hier, aber für diesen Tipps und dafür eigentlich, das ist zum Beispiel, wenn du singst, dann du merkst einfach den Unterschied zwischen zwei Tönen. Wenn du singst, egal mit welchem Ton du anfängst, dann wird der nächste Ton singen, relativ zu dem ersten. An der Geige, das ist ein bisschen anders, weil du hast dann leeren Saiten erstmal, ja. Das bedeutet, dass du musst dann deine Töne relativ zu diesen leeren Saiten spielen. Und dann, um eine richtige Intonation zu haben, dann natürlich die erste Phase, das ist erstmal ein bisschen diese Intervalle zu hören, ja. Zu hören, ganze Ton, Halbton und so weiter, ja. Und dann die Töne zu finden. Aber dann, damit die richtig stimmen, das ist, dass du hörst, dass für jeden Ton, dass der Geige wirklich mitklingt. Und das passiert ganz einfach, weil, so wie vorher gesagt, dann du hast diese vier leeren Saiten. Und G, D, A und E. Und wenn du einen Ton spielst, erstmal das gleich ist als deine leeren Saiten. Zum Beispiel, wenn du ein G dritte Finger spielst, hier. Dann, wenn dieser Ton richtig ist, so richtig stimmt, dann wird die Geige wirklich mitklingen. Das kannst du merken erstmal. Zum Beispiel, ich werde dir zeigen, so spiele es ein bisschen schief. Wenn ich so mache, dann der Klang wird jedes Mal fallen. Er wird so in der Geige bleiben. Im Gegenteil, wenn ich den G richtig spiele, dann auch wenn ich bin den Bogen weg, nicht mehr auf der Seite bin. Und ich werde hören, dass der Ton weiter und weiter klingt. Und immer weiter. Und das ziemlich lange. Also mindestens 1-2 Sekunden. Und warum? Weil da ich genau den gleichen Ton gespielt habe als eine von meinen leeren Saiten, dann klingt die Geige mit. Aber die Sache ist, dass die Geige wird dann mitklingen, aber nicht nur bei leeren Saiten, sondern eigentlich bei jedem Ton ein bisschen. Nur, wenn du einen Ton spielst, der gleiche als eine leere Saite ist, dann es wird noch viel, viel, viel mehr klingen und du wirst es wirklich sehr einfach merken können. So, eigentlich, wenn du merkst, dass diese G, dann du kannst auch das merken, in dem Beispiel, wenn ich dem gespielt habe, das ist richtig. Ich werde sehen, dass die G-leere Saite auch mit vibriert. Und kann man eigentlich wirklich sehen, dass die Saite sich bewegt. So, ich versuche dir das zu zeigen. So, auf jeden Fall, wenn du spielst, wirst du das merken können. Ich weiß nicht, ob du das im Video sehen kannst, weil das ist ein bisschen zu klein. Aber wenn du dann G auf die D-Saite spielen wirst und wenn das ist wirklich richtig ist, dann normalerweise, auf jeden Fall, sowieso, wird deine G-Saite auch vibrieren. So, du wirst sehen, dass sie sich so bewegt, ja? Weil sie wird mit vibrieren. Und gleichfalls, wenn du D dritte Finger spielst auf die A-Saite, dann wird dein D hier mitklingen. Hier A.
wenn wir beim A mitgingen und so weiter. Ja? Und es gibt vieles, ja? Oder zum Beispiel, wenn ich den E erste Finger auf die D-Seite spiele. Wenn er richtig ist, dann wird die E-leere Seite auch mitklingen. Ja? Dann wirklich, dann erstmal, so, du musst trotzdem den Ton ungefähr finden, ja? Weil wenn du zu weit bist, dann wird das sowieso nicht klingen. Aber dann versuche es ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und merke dir dabei, ob die Geige besser klingt oder schlechter. Ob das mitklingt oder nicht. Ja? Natürlich die Voraussetzung, das ist erstmal eine schöne Klang dabei zu haben. Und genau, eigentlich, ich habe auf meiner Website, ich habe einen Kurs, das ist die drei Faktoren des Klangs. Mit diesem Kurs, ich zeige dir ganz genau, wie du deinen Klang, was die drei wichtigsten Faktoren sind, um deinen Klang zu verbessern. Um es diesem Kurs kostenlos zu bekommen, so normalerweise ist er natürlich nicht kostenlos, aber zurzeit ist es kostenlos. So, du kannst es kostenlos erhalten, klicke einfach auf dem Link da unten und dann du wirst zu meiner Website weitergeleitet, wo du mir dann einfach deine E-Mail-Adresse schreiben musst, damit ich dir deine Zugangsdaten schicken kann. So, und wenn dir dieses Video dann gefallen hat, dann klicke gefällt mir unter dieses Video. Ja, dann werde ich noch mehr Videos für dich machen. So, im nächsten Video, ich werde dir dann zeigen, etwas sehr wichtig, damit du immer Fortschritte machst und wie du üben musst, damit du immer Fortschritte machst und irgendwann wirklich super Geige spielen kannst. Ich wünsche dir noch viel Spaß und bis dann. Bis zum nächsten Video.